Der Unternehmer, der Mittelständler sollte einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wie Kolumbus sich hinstellen und sagen, ich will Indien entdecken und darauf gefasst sein, dass es dann halt Amerika wird, auch nicht schlecht. Mein Name ist Marco Cilius und seit meinem Studium gründe ich immer wieder gerne Unternehmen in ganz neuen Bereichen. Eins der Beispiele ist Vapiano, in 2001 gewesen und seit 2 Jahren Farmers Cut in Hamburg. Farmers Cut ist die Idee, lokal, sprich in Hamburg, Salate, Kräuter, Kressen anzubauen, völlig ohne Pestizide, sehr nährstoffreich. Erstmal ist unser Schritt, ist in Deutschland das Ganze zu optimieren, dass wir von hier heraus dann das relativ gut skalieren können und auch in die weite Welt tragen können. Das Wichtigste ist einfach, dass du mit einem sehr soliden Finanzgrundgerüst dorthin gehst. Das heißt, ausreichend Liquidität. Der erste Geldgeber ist eigentlich der erste Kunde, der daran glaubt, dass die Idee wahr werden kann. Und fürs Ausland würde ich das ähnlich sehen. Wenn man es alles ganz alleine, alles auf eine Karte setzt, kann das schon ein großes Risiko sein, insbesondere wenn es ein ganz anderer Kulturkreis ist. Gerade als junges Unternehmen, als kleineres Unternehmen, würde ich immer versuchen, einen Joint Venture anzustreben. Das heißt 50-50. Der eine bringt sein lokales Know-how mit ein, der andere bringt eben sein Produkt, seine Serviceleistung mit ein. Ich glaube, du brauchst irgendwo auf der anderen Seite diesen einen, der deine Message versteht, der die teilt und der dann vor Ort mit dir das gemeinsam aufbaut. Hat man mal einmal das erfolgreich geschafft, ist es dann auch viel, viel leichter. Also die nächsten Länder werden dann nach einer Art Blueprint nach gleicher Art und Weise erfolgen. Ich glaube, der erste Schritt ins Ausland ist eigentlich der entscheidende und der wahrscheinlich auch dann der schwierigste. Das Gefährlichste ist eigentlich, ins Ausland dahin zu gehen, wo man meint, die sind ja so quasi wie wir. Ich glaube, da erleidet man den größten Schiffbruch, wenn man nicht ganz genau in die Zwischentöne reinhört, weil da liegt das größte Überraschungsmoment oder das größte Learning. Insbesondere, wenn man als Unternehmensinhaber Verantwortung abgibt und sagt, wir bauen jetzt im Ausland eine Dependance auf, dann muss man eben das von vornherein auch mit einkalkulieren, vor allem seinen Mitarbeitern sagen, dass das auch Scheitern Teil des Geschehens ist, Teil des Plans sogar ist. Ja, dass man von vornherein einen Notfallplan haben muss, wenn es eben nicht so gelingt, wie man sich das so vorgestellt hat. Und ich glaube, damit schafft man Sicherheit und Vertrauen und dann die nötige Ruhe. Wenn von vornherein die Mannschaft, die ins Ausland geht, egal wohin, weiß, also wenn ich hier scheitere, dann bin ich meinen Job los, dann ist das schon eigentlich der erste Schritt ins Verderben. Ich glaube, man muss mit einer gewissen soliden Grundhaltung rausgehen können, ohne Angst. Die Grundform ist einfach just do it. Das ist das Beste, was man einfach machen kann. Ich glaube, das größte Scheitern, auch der größte Frust, entsteht dadurch, durch vieles Zögern, Abwägen, Berater, einfach gerade als Mittelständler das Privileg zu haben, rauszugehen, aus einer guten Basis heraus rauszugehen, sagen, hey, lass es uns versuchen. Und für mich ist es so, jeder sollte eigentlich so einen Impact haben. Also jeder sollte irgendwie sich Frage stellen, im Kleinen, im Großen, warum bin ich eigentlich hier? Und ich finde, als Unternehmer ist die Begründung sicherlich zu sagen, ich habe im Kleinen, im Großen doch verdammt viel bewegt, verändert, das Leben von Leuten besser, interessanter gemacht. Und das ist eigentlich das, was das Beglückende ist und was auch die Motivation sein soll.